Vorteile liegen auf der Hand. Contracting ist ja, wenn man so will, im Groben eine Dienstleistung, dass ich Wärme beziehe, dass ich Elektrizität beziehe und letztendlich dafür ja, einen monatlichen Beitrag leiste, als wie jetzt auch, dass ich Strom beziehe. Ich muss mich aber um die gesamte Technik ja gar nicht kümmern, sondern das ist der große Vorteil, ich bekomme Wärme und auch Strom geliefert. Ja, die Nachteile sind auch angesprochen worden in der Diskussion, dass diejenigen, die Contracting nutzen, sich ja auch über mehrere Jahre da auch vertraglich binden müssen. Und dann als Nachteil dargestellt wurde, dass man, sage ich mal, auch kostenmäßig sich da ja, gebunden hat auf Jahre, die man nicht vorausschauen kann, wo sich andere, sage ich mal, Energien auch entsprechend anders gestalten von der Preisgestaltung her. Und ich die Vorteile dann nicht nutzen kann, die sich dann ergeben könnten. Das hatte ich auch an meinem Beispiel angesprochen aus meiner Kommune. Das war unter anderem auch der Grund, dass gesagt wurde, wir führen das System nicht ein für die Hauseigentümer. Auf jeden Fall den Dialog, den wir heute begonnen haben, den fand ich sehr, sehr wichtig. Auch für uns sehr gut, weil wir Informationen bekommen haben hier auf Landesseite, die wir vorher nicht hatten. Das Mietrecht ist ja geändert worden, aber in der Vorbereitung habe ich schon erkannt, dass es da unterschiedliche, sagen wir mal, Punkte gibt, die wir nochmal weiter beleuchten müssen, um das, was in der Diskussion noch angesprochen wurde, da auch zu optimieren, um letztendlich diese Contracting-Modelle auch weiter einzusetzen. Meine nächsten Schritte sind, dass ich mit den Diskussionsteilnehmern aus den Bereichen, die hier gewesen sind, außerhalb der Politik, mich weiter, sage ich mal, austausche, um zu schauen, ja, wo hakt es, wo müssen die Stellschrauben entsprechend verändert werden, damit wir da auch positiv weiterkommen. Das ist so jetzt meine Aufgabe, die nehme ich mir natürlich selbstverständlich an. Das ganze Thema zu hinterfragen, warum setzt sich das nicht so durch, wie es sich durchsetzen sollte, für mich ist das jetzt ein Thema, das sind für mich Aufgaben, die man sich stellt und da arbeitet man an einer Lösung.